Guten Morgen, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich sitze auf dem Boden, weil ich jetzt Bücher auswählen muss, die zurück zum Bücherschrank gehen, weil ich zu viele hier habe. Und da machen wir uns gleich auf den Weg. Ich habe festgestellt, dass ich heute mich den ganzen Tag auf Bücher konzentrieren kann. Und dann dachte ich, was gibt es für einen besseren Tag als, also für eine bessere Zeit als Ende März, um sich Bücher für den Frühling auszusuchen und Bücher, die man jetzt lesen kann und die Welt wieder grün wird und man Energie hat. Okay, hier sind all die Bücher, die hinter meinem Sessel versteckt sind. Es werden immer zu viele, ich weiß das. Aber heute gehen ein paar zurück. Und zwar, was zurückgeht, ist Eragon. Das habe ich nur mitgenommen, weil ich dachte, wir hätten das noch nicht. Aber das ist der zweite Band, den wir schon haben. Ja, das heißt, der geht wieder zurück. Ein gewisses Lächeln, das habe ich irgendwann neulich in einem Bücherschrank-Vlog geholt. Brauche ich auch nicht mehr. Ich denke, ich werde das nie lesen, weil ich einfach hier all die Bücher habe, die ich wirklich lesen möchte. Und ich weiß, dass auch noch mehr neue Bücher kommen werden mit der Zeit. Und dann gibt es einfach Bücher, die ich halt, also wo ich schon weiß, dass ich sie eh nicht lesen werde. Und dann gehen die Bücher eben zurück. Genauso wie das hier, jenseits des Meeres. Genau, dann geht der Buchspazierer zurück. Und ich denke, das war es für heute. Ich versuche auch immer nicht so viele Bücher auf einmal zurückzugeben, weil es meistens gar nicht so viel Platz gibt. Ja, das heißt, ich denke, das ist genug. So, ich habe es wieder nach Hause geschafft und ich habe meinen Tee hier. Es hat leider angefangen zu regnen, als ich gerade beim Bücherschrank angekommen war. Deswegen habe ich dann nicht viel dort gefilmt. Weil ich ehrlich gesagt nicht sicher war, ob mein Tonaufnahmegerät wasserdicht ist, ob das Mikro mit Regen umgehen kann. Also dachte ich dann, besser ich riskiere nichts, aber ich habe auch nicht viel gefunden. Nur ein Buch, das ich heute dort gefunden habe. Und ansonsten zeige ich euch jetzt einfach im Trockenen die Bücher, die ich vorhabe, jetzt im Frühjahr zu lesen und von denen ich mir verspreche, dass sie einfach eine fröhliche Stimmung vermitteln und irgendwie zu meiner Frühlingsstimmung passen. Ich habe außerdem eben noch zwei kleine Pflanzen bekommen für den Balkon. Ich bin schon gespannt, sie zu pflanzen. Diese hat schon ein paar Blüten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Gut, kommen wir zu den Büchern. Und das, das ich heute gefunden habe, ist dieses hier. Das Rätsel der Sandbank von Erskine Childers. Das ist schon mal ein Klassiker. Sort of. Ich bin nicht ganz sicher. Aber hier stand, dass es irgendwie ein, also als einer der ersten Spionage Romane ist und es geht dabei um das Wattenmeer und Leute, die dort segeln und dann irgendwie in Spionagegeschichten verwickelt werden. Ich bin sehr gespannt, das zu lesen und ich hoffe, das wird einfach ein unterhaltsames, leichtes Buch sein. Wahrscheinlich nicht so leicht, wenn es, ja, ich weiß nicht, aber Spionageromane sind schon interessant und es hat sehr, sehr schöne Karten hier drin, dass ist immer etwas, das mich überzeugt. Genau, das nächste ist bestimmt witzig. Denn das ist ein britischer Roman, den habe ich für 50 Cent tatsächlich gekauft. Ich kaufe auch manchmal Bücher. Also, das habe ich gebraucht, für 50 Cent erworben. Und hier steht, also es gibt eine längere Vorgeschichte. Was heißt eine längere Vorgeschichte? Das ist ein Klappentext, in der beschrieben wird, dass seine Mutter Wahrsagerin ist und so weiter. Und dann steht hier, darum ist Alex, als er 7 Jahre später mit 113 Gramm Marihuana und einer Urne voller Asche in Dover gestoppt wird, einigermaßen sicher, dass er das Richtige getan hat. Und dann dachte ich mir, das hört sich sehr britisch und sehr unterhaltsam an. Und ich habe einfach Lust, das zu lesen und bin sehr gespannt, wie das sein wird. Dann habe ich Long John Silver von Björn Larsson. Das ist eine Piratengeschichte. Das erzählt die wahre, also ist nicht wirklich wahr, scheinbar erfunden, aber es soll wahr wirken, so würde ich das interpretieren. Das wahre Piratenleben des Stevesons, warte, des berühmten Einbeinigen aus Stevesons Schatzinsel. Ich habe nie die Schatzinsel gelesen. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Einbeinige ist. Aber ich dachte, ein bisschen Piratenliteratur ist immer gut. Und ich bin auch da sehr gespannt, ob mir das gefallen wird. Ich glaube, dieses Buch hat noch nie jemand gelesen. Dieses Lesezeichen ist noch in dieser Position, in der es irgendwie von der Produktion ist. Aber das ist auch aus einem Bücherschrank gekommen, genau wie das nächste Buch. Das ist
Kleine Stadt der großen Träume. Ich denke, das spielt in Schweden. Zumindest ist der Autor, meine ich, Schwede. Björnstad liegt weit im Norden. Also, ja, vielleicht Schweden. Skandinavien, denke ich auf jeden Fall. Und es geht um dieses Dorf und was die Leute dort machen, um sich ihre Zukunft vorzustellen. Vielmehr verrät der Klappentext eigentlich nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob das lustig oder ernst ist. Ich finde, es sieht fröhlich aus vom Cover her. Ich würde jetzt keinen Thriller erwarten. Aber ich bin mal sehr gespannt. Und das letzte Buch spielt auch in Schweden. Und zwar ist das Ein besoffener Bär im Bergwerkswald von Petteri Nutimäki. Ich weiß nicht. Das ist ein finnischer Name, meine ich. Ich habe das nachgelesen. Ich glaube, der Autor ist in Finnland geboren und dann nach Schweden gezogen. Ja, in Finnland geboren. Ich spreche kein Finnisch. Es tut mir leid, wenn ich das komplett falsch ausspreche. Und hier geht es um einen Bären, der in der Nähe von einem Dorf gesichtet wird. Man weiß nicht genau, ist es ein Elch, ist es ein Bär oder ein Elefantenbaby? Man weiß es nicht, weil nur so Schatten und verwischte Videos davon vorhanden sind. Ich denke, das ist auch lustig. Und ich bin auch dort sehr gespannt, das zu lesen. Ja, wie gesagt, ich kann nicht so viel zu den Büchern sagen, weil ich sie halt noch nicht gelesen habe. Aber ich dachte, vielleicht gibt es euch trotzdem Inspiration. Ich habe auch überlegt, ob ich Bücher habe, wo ich sagen kann, die müssen auf jeden Fall im Frühling lesen. Aber mir ist nicht unbedingt etwas eingefallen. Und ich wollte trotzdem gern ein Frühlingsvideo machen. Genau. Und jetzt gehen wir raus und pflanzen. Also, ich trinke meinen Tee. Und dann gehen wir raus auf den Balkon und setzen diese Blumen in die Erde, würde ich sagen.